da wir in Mario Bros. U ja zuerst die Eishüffeleisfälle besucht haben und das ja auch offiziell die vierte Welt ist, machen wir diesmal mit der Minzmeer weiter. Das Minzmeer. Ich freue mich wieder auf diese Welt. Wird sicherlich lustig werden. Ja, also wirklich in Mario Bros. U habe ich mir Schlimmeres erwartet. Ich habe mir mehr Unterwasserlevel erwartet, aber es ist tatsächlich besser geworden, als ich es vorher gedacht habe. Strand der 1000 Strandhütten. Ah, da kommt dieses Sprite dazu. Ja, das hat mein Mario auch noch nicht gehabt. Ne? Also, es ist so schön zu sehen, wie viele Objekte hier neu sind. Ne? Okay, erste Star Coin. Man sieht hier immer wieder. Scheiße. Man sieht hier immer wieder irgendwelche Objekte oder auch Sprites, die. Okay. Die hier neu gemacht wurden. Und das ist halt wirklich sehr schön zu sehen. Das ist aber nicht schön zu sehen. Also da hat man wirklich, da hat man sich wirklich was gedacht. Also Nintendo Props an euch. So, die Zeit des Dagon hätte ich aber auch gerne. Falls ich die noch bekommen darf. Da glaube ich jetzt, da hat sie nicht Platz. Okay. Was, das ist schon das Ziel? Ich habe erst eine Starcoin, what the fuck? Okay, dann wird das hier wahrscheinlich schwieriger werden, als ich gedacht habe. Scheiße. Gut, da unten war eine Röhre, aber die habe ich abgecheckt. Das also, da kann im Prinzip nicht sein. Mops ist wieder am Start. Ja. Die holen wir aber später. Zuerst möchte ich nämlich das auschecken. Was sind denn da bitte zwei Star Coins? Nicht, dass ich eine übersehen habe. Nein, ich habe zwei übersehen. So, da war die erste drin, ne? Okay. Ja, okay, sie kann unten sein. Irgendwo unten im Meer. Aber die Kamera geht auch, halt auch nicht unten, ne? Ah, da ist eine Röhre. Ja, geil. Das ist auf jeden Fall wieder richtig gut geworden. Ah, da ist ein Pix-Luigi und hoffentlich die Starcoin. Perfekt. Ja, die zweite. Das habe ich mir schon irgendwo denken können. Okay, und wo ist die dritte? Ja, okay, das ist der Rückweg. Wir bringen dich zuerst um und hoffen, dass da ein Pilz ist. Nee. Oder hat sie doch da links Platz? Weil ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, da drin kann sie keinen Platz haben. Wobei sie höchstwahrscheinlich da links drin ist, weil ich groß sein muss, um da reinzukommen, ne? Da wird sie da höchstwahrscheinlich drin. Oh, was ist da oben? Ah, nichts. Da wird sie da wahrscheinlich drin sein, ne? Ja. Okay, gut, dann gehe ich schnell was zum Trinken holen, Räuspern etc. und wir sehen uns gleich wieder. Dass da eine Ranke ist, kann ich mir auch nicht vorstellen. LOL! Ja, okay. Komm, mach's skillig! Okay, dann halt nicht. Ja, okay, lol. Das ist ein bisschen random, weil wer kommt da bitte drauf? Ich mute mich auch öfters. Damit man diese scheiß Räusper nicht hat. Müssen vorher ein paar Gedichte aufsagen, damit das besser funktioniert. Igluck-Korridor. Okay. Das ist wieder mal ein bisschen komisch.
Es wird sicher kacke und da oben ist Starkon, ja klar. War logisch, sieht man von da. Ja, okay. Könnte man eventuell leicht sehen. Und die war jetzt nicht besonders schwer. Ah, sehr starke Strömung. Okay. Ja. Okay, noch gut, relativ gut durchgekommen. Hier kann halt sowohl oben auch unten was sein, aber das abzuchecken ist ja dann wirklich geisteskrank. Da gehe ich dann lieber auf offensichtliche Starcoins, die war jetzt auch nicht besonders schwer. Okay, da braucht man die Feuerblume. Weil sonst müsste man sich treffen lassen. Okay. Nochmal gut gegangen. Die drei Starcoins kamen jetzt dann doch schneller als erwartet. Jetzt haben wir alle drei. Alle drei, genau. Ich meine allein. Ja, wir sind zwar getroffen worden, aber dafür habe ich alle blauen Münzen eingesammelt. Und wir haben auch alle Starcoins. Okay. War nicht besonders schwer. Auch nicht besonders schwer ist halt die Fahnenstange zu berühren, falls ich das noch nicht erwähnt habe, weil da Luigi so weit in der Luft schweben kann oder so, er strampelt eher. Schweben nicht. Schweben tut Bichet. Er strampelt, da kommt man dann weiter weg. Okay, Bum Bum ist schon dabei. Durchlöchert im Turm der Dornensäulen. Okay. Ich weiß schon. Und ich hoffe, dass da unten nichts ist. Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Wisst ihr, was ich machen wollte? Ich wollte die Wände links und rechts abchecken, ne? Was ich aber dabei nicht bedacht habe, ist, dass dieser Aufzug relativ schnell geht und da oben schon die nächste Dornsäule auf uns wartet. Deswegen, ich habe auch schon den Clou gesehen, kann man hier wieder zurück. Und ich glaube, hier rechts geht's rein, ja. Hier rechts oder hier links wäre es logisch gewesen. Okay. Okay, jetzt muss man genau schauen, wo diese Dornsäulen nicht auftreten. Eigentlich immer bei den Münzen. Ah, ich wollte oben den Wandsprung machen, damit ich ein bisschen länger gesaved bin, aber das war es dann im Prinzip doch nicht. Da unten ist der Pixel Luigi, wie wir halt drauf gekommen sind. Scheiße, muss ich groß sein. Okay, die Starcoin haben wir schon mal verkackt. Die Starcoin haben wir so richtig verkackt. Scheiße, hätte ich mich einmal nicht treffen lassen, ne? Dann hätten wir die Starcoin gleich mitnehmen können. Weil ich da unten so auf Nummer sicher gehen wollte. Aber das hat nicht geklappt. Der Raum unten war zu klein, um da perfekte Wandsprünge ausführen zu können. Naja, okay. Hier ein Level nochmal zu machen ist keine Schande. Hätte ich mal gesagt. So, Bum Bum. Du hast Angst vor mir? Ich habe auf jeden Fall keine Angst vor dir. Und wenn du mich umbringen würdest, dann wäre es auch egal, weil ich muss sowieso den Tower nochmal machen. Also gewinne ich so oder so. Okay, gut. Dann gehen wir auch gleich ohne Schnitt wieder rein, weil ich glaube, das ist eine kleine Challenge, damit da groß aufzukommen. Kleine, aber feine. Sollte jetzt hoffentlich nicht schweres sein, aber ja. Aber Bowser meldet sich mal wieder. Er wird wieder ordentlich rumgestunken. Ja. Was ich noch als schöne Detailarbeit empfunden hätte, diese Umgebung hier, ne? Man sieht, der Himmel wird statt blau wieder etwas grauer, dunkler, ja. Aber ich hätte auch gern gehabt, dass dieses Gras um Schloss herum, ne? Dass das auch so gräulich wäre, ne? Und nicht mehr so
so grün, ne? Also, das wäre nochmal schöne Detailarbeit gewesen. Da bekommt man auch tatsächlich kein Power-Up als großer Luigi. Aber egal, wir müssen ja jetzt nicht nochmal da die Starcoin holen. Das ist ja jetzt unser Vorteil. Wir können da direkt jetzt rauf. Der Moment, wenn man in Sicherheit gehen möchte und zu dumm ist zu kapieren, dass das ein Scheiß ist. Ja, ich hatte jetzt ziemlich Angst vor dem Feuer, Bro. Aber ja. Sollte man eigentlich nicht haben. Aber der Tau ist relativ kurz, das heißt, wir sind sehr schnell wieder oben. Ja, so viel dazu. Holt euch einen Kaffee, Luigi. Hat dann nämlich gerade keinen Bock drauf. Luigi, mein bester Freund. Ich hab dich wirklich gerne. Aber wenn sowas dann auftretet, dann hasse ich dich. By the way, habe ich so einen kleinen Tipp für euch. Weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Aber die Steuerung ist tatsächlich anders hier im Port gegenüber der Wii U-Fassung. Und zwar, warte, ich erläutere das gleich. Und zwar kann man jetzt in dieser Deluxe-Fassung, kann man, wenn man springt, nochmal mit dem Sprungknopf in der Luft einen Wirbler ausführen. Ja, das ging in der Wii U-Version nicht. Was auch ein bisschen besser ist, weil wir haben sowieso ZR und ZL zum Spinnen, ne? Also, und das verkackt hin und wieder. Ja, ich hab's definitiv in der Wii U-Fassung, oder? Ne, Wii U-Fassung sowieso nicht. Habe ich es im Original LP angesprochen. Kann sein, dass ich mich da manchmal aufgeregt habe über die Steuerung. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das in der Wii U-Fassung nicht so. Und es stört eben, dass wenn du kurz vom Boden bist und noch nicht den Boden berührst und du möchtest schon wieder wegspringen, ne, dann nutzt er das aber als Wirbler, ne? Und es ist ein bisschen kacke, weil normalerweise wäre es geil, weil wenn er kurz vom Boden ist, dass er das schon als Sprung wertet. Aber okay, ist halt hier anders. Aber ihr könnt diese Steuerung auch umgehen. Rackerei im Buhuwak. Sieht das geil aus. Das ist diesmal... es geht doch rein. Okay, das ist ein bisschen lame. Es geht doch rein, okay. Hier könnte schon eine Starcoin gewesen sein. Na scheiße, hätte ich nachgeschaut. Und zwar... Aber hier unten. Ah ne, das ist die erste. Okay, alles gut. Und ich wollte eigentlich auch nach rechts springen. Ihr könnt das umgehen, diese Steuerung. Also ihr könnt die... Müsst mich verarschen. Ja, klar. Wegen dieser scheiß Drehteil. Ihr könnt die Steuerung umändern in die View-Fassung. Und zwar, wenn ihr im Startbildschirm... Ich hole mir mal... Nein, das wollte ich mir nicht holen. Ich habe gedacht, das ist normale Eiche. Mann, scheiß drauf. Und zwar, wenn ihr im Startbildschirm, wo man da ZL und ZR drücken müsst, beziehungsweise L oder R... Kriege ich da was? Nee. Scheiß weg, Alter. Gut, wir machen es nicht. Da unten war aber die erste. Egal.
Und zwar, wenn ihr da in diesem Startmenü zuerst den linken Control-Stick reindrückt und dann, wie war das? Irgendwie eine bestimmte. Leck mich am Arsch. Irgendwie eine bestimmte Tastenkombination machen müssen. Boah, bin ich jetzt dumm? Man hat auf jeden Fall bestimmte Tastenkombinationen machen müssen. Boah, richtig gutes Tutorial hier. Nicht einmal wissen, wie das geht. Und das hier ist auch nicht gerade das einfachste Level. Boah. Das Geisterschiff bestand jetzt aus einem Level. Aber gut, wir müssen die Starcoin ja auch noch suchen. Ah, Gott sei Dank, ich habe gedacht, der geht wieder zusammen. Lol. Lol, er geht auch wieder zusammen. Weil es asozial ist. Ich blende es euch am wahrscheinlichsten ein. Oder nein, 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 ich weiß schon. Ihr müsst den linken Control-Stick reindrücken und dann ihn nach unten bewegen. Also, wie als wenn ihr eine Stampfattacke hier ausführen würdet. Also, linken Control-Stick reindrücken und dann nach unten bewegen. Und das für ungefähr 3, 4 Sekunden. Und dann, wenn, und dann müsst ihr drin, dann müsst ihr das gedrückt halten und dann drückt ihr im ZL und ZR und dann müsstet ihr Mopsi hören. Und wenn ihr Mopsi dann hört, dann habt ihr es geschafft und könnt mit der Wii U-Fassung spielen. So, aber ich hier, dadurch, dass wir hier keine Starcoin haben, kann hier eventuell der Secret Exit sein. Wir sind ja durchaus scheiße dran, muss ich sagen. Okay, da ist der Pixel Luigi, aber mehr ist hier nicht. Da unten muss was sein, so viele asoziale Fische wie hier sind. Ja, da ist was, da ist was. Da ist nichts! Kann nicht sein. Da ist der Secret Exit. Ich habe das abgecheckt. Ihr könnt es im Video sehen. Ich habe das abgecheckt. Ich habe das jetzt nachgeschaut, weil ihr könnt es vielleicht anhand meiner Leben sehen, weil ich so oft gestorben bin, dass ich keinen Bock mehr gehabt habe, das selber zu suchen. Ich habe das aber abgecheckt. Ihr habt es im Video gesehen, ja? Ich blende die Stelle hier jetzt aber nicht nochmal ein, weil mein Vierkerner zu scheiße für sowas ist. Gut, ich könnte schon machen, aber mich würde es aggressiv machen im Schnitt. Also schaut euch die Stelle an. Ja. Und macht euch ein eigenes Bild. Ob das korrekt war oder nicht. Also Nintendo, ihr könnt mich mal konkretweise am Arsch lecken. So, Wachstumsschubidu. Was machen sie da anders als im als im Mario-Teil? Okay, sie bringen Yoshi mit. Und Lakitu. Das machen sie anders. Hier ist der Starcoin. Also ich hätte sowieso rüber müssen. Scheiße. Ja, dann hätte ich mir die grünen Coins noch holen können. Ja, okay, hier geht es jetzt nicht bergauf, sondern ja, rechts rüber halt. Zu wachsen, danke. Da ist eine Röhre. War das der Au... Ich schwöre, das war der Ausgang. Ich hätte gedacht, da muss ich mit Yoshi hin, aber ich bin zu dumm. Ich habe da jetzt so gestresst. Und da oben war die Lücke auch, ne? Ich glaube, da rechts die Starcoin, die man gesehen hat, das war die letzte. Das ist die dritte. Und da links oben ist die
zweite. Wo ich jetzt aber glaube ich ohne Yoshi nicht mehr raufkomme, ne? Aber wir bekommen die Eiche. Ja, okay, ja, okay. Dann ist es noch verzeihlich, beziehungsweise noch machbar. Nicht sterben, Luigi. So, da oben habe ich was gesehen. Achso, nee, da ist nichts. Lol, das war erst die zweite. Weil ich auf dieses Scheißblatt nicht draufgekommen bin. Wieso auch immer. Wieso auch immer. Wo ist denn die dritte Starcoin? Das braucht man wahrscheinlich für Yoshi nachher, weil die wahrscheinlich... So, mit Eichelpilz geht's halt auch. Mann! Hustet jetzt Yoshi? Luigi? Danke. Mit Eichel wäre ich auch sicherer unterwegs. Ne? Danke. So, Yoshi kann die natürlich alle fressen, wie immer. Auch wenn er in einer Wolke sitzt. So, jetzt sollten wir das aber hinbekommen, oder? So schwer ist das jetzt wirklich nicht. Also ich könnte schon leicht ausrasten, ne? Leicht. Aber auch nur leicht. Ich muss mich hier beherrschen. Weil das ist überhaupt kein schwieriges Level. Ich sterbe die ganze Zeit nur... Wieso bin ich da jetzt runtergeflogen? Das war bitte. Also, da sieht man wieder... Also... Das war eindeutig bedroht. Was wäre, wenn ich da jetzt runtergefallen wäre? Nintendo? Wer hat meine Versicherung angegangen, hat gesagt, ja, das bezahlen wir? Nein, wären sie nicht. Wären sie nicht, Nintendo? Was ist eure Schuld? Okay. Ganz ruhig angehen. Wir haben keinen Stress, Luigi, ne? Schon wieder? Wieso fliege ich denn durch dieses scheiß Blatt durch? Wenn es gerade gespawnt ist, es war ja schon komplett ausgeweitet. Ich sage nichts, wenn es gerade wächst. Aber das war wirklich Betrug. So, Yoshi ist auch weg. Aber wir haben hier dann wieder die Starcoin. Und die Eichel haben wir auch noch. Ja? Geht's jetzt weiter? So, da oben ist die dritte Starcoin. Zwei One-Ups, aber keine Ahnung, wie man die rankommen soll. What the fuck? Lol, sind die gerade rausgekommen? Keine Ahnung, ich... Bevor ich noch Timeout bekomme, wenn ich das Level, dann sage ich danke fürs Zugucken. War ein bisschen failiger Part, wieder mal, aber... Was heißt wieder mal? Wir hatten bisher nur ein, zwei failige Stellen... Muss ich sagen. Und wir haben es tatsächlich nicht geschafft, hier meine Welt durchzubekommen. Ne? Gut, war klar, dass das jetzt schwieriger wird, weil der Schwierigkeitsgrad ja auch ansteigt. Man hätte sich ja durchaus mehr erhoffen können. Ne? So. Dann wie gesagt, bedanke ich mich hier mal wieder fürs Zuschauen. Ihr könnt, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ist kostenlos. Und dann geht's im nächsten Part weiter. Bis dahin und ciao.